Hallo und willkommen. Wir wollten noch Hopper bauen. Dazu brauche ich noch mal ein paar Eisen. Und dann brauche ich noch ein paar Truhen. Die werden wir uns dann gleich mal noch basteln. Ich hatte gesagt, ich brauche drei. Bin ich mir aber jetzt nicht ganz so sicher, deswegen werde ich hier mal vier Stück bauen. Und die Truhen werden auch nicht reichen, da ich ja noch zwei Truhen brauche. Also muss ich mir, ja, werden wir mal den Klotz noch anditschen. Holz ist ja keine Mangelware mehr in Minecraft. War sie früher mal, da konnte man dann eben noch keine Sachen, da wuchsen die Bäume nicht nach. Alte Alpha-Zeit. So. Und dann muss hier noch einer dran, wo wir einmal eine Truhe drauf bauen. Aber so wie ich die hier gebaut habe, kann ich die dann gar nicht befüllen. Und damit man sie befüllen kann, müssen wir sie, glaube ich, etwas tricksen, damit es schön aussieht und trotzdem befüllbar bleibt. Also, ja, irgendwie gefällt mir das mit den Halbstufen ja noch nicht so, aber das muss ich da hinbauen, sonst kriege ich das nicht hin hier. So, sehen, ob das was wird. So jedenfalls nicht. Die Truhe kann ich öffnen. Dann kommt da schon mal die Kohle rein, die ich hier im Inventar habe. Damit füllt sich hier der Aufzug. Und ja, dann müssen wir jetzt eigentlich nur noch den Itemaufzug in Betrieb nehmen. Und dazu brauche ich eine Glock. Und um die Glock zu bauen, brauche ich Nether Quarz. Dann ich brauche einen Comparator bauen. Da habe ich natürlich das Problem, dass ich jetzt das Rezept nicht im Kopf habe. Aber ich hole mir erstmal den Netherquarz. Wenn nicht, muss ich mal kurz die Aufnahme unterbrechen und da nachschauen, wenn ich es nicht selber rausfinde, wie es geht. Hier hat sogar jemand die Tür offen gelassen. Okay. Muss wohl irgendjemand Fremdes hier auf meinem Server gewesen sein. So, gehen wir mal kurz in den Nether. Und dann, oh, sieht ja schön jetzt aus. Ich habe das Texture Pack abgedatet, ja. Gibt es noch nicht zum Download, weil das noch ein bisschen in Beta ist. Bin noch beim Basteln von einigen Sachen. Deswegen in dem aktuellen 1.5.0 Update könnt ihr im Moment nichts weiter, ist im Prinzip noch nicht mal diese verschiedenen Farben von Blumen drinne. Das kommt noch. Bin ich noch ein bisschen am Basteln. Ich finde das irgendwie schön, wenn die Blumen verschiedene Farben haben. So, jetzt muss ich aber rausfinden, wie man einen Comparator craftet. Ich weiß nur, dass man Netherquarz in die Mitte tut. Redstone unten drunter, glaube ich. Und dann Fackeln. Aber wie? Oder war das der Netherquarz unten drunter? Entschuldigt bitte, ich werde mal kurz die Aufnahme unterbrechen und werde mal nachsehen. Okay, wir brauchen Cleanstone. Haben wir hier einmal in die Truhe
Und dann baut man den genauso ähnlich wie den normalen Repeater. Also einmal Cleanstone drunter, dann den Netherquarz in der Mitte und ja, da haben wir einen Redstone Comparator. Hat man den jetzt auch schon auf Deutsch übersetzt? Das ist ja fast so wie die Franzosen, die übersetzen auch alles ins in ihre Sprache. So, den Comparator werden wir brauchen. So langsam füllt sich mein Inventar wieder. Zum Nachteil von mir hier. Also ein bisschen Redstone werden wir mal wegpacken. Ups, da liegt ja eine einzeln. So, Repeater hatte ich ja. So, die sogenannte Comparator Clock. Die ist ein bisschen unsauber hier in der Ecke. Deswegen werde ich jetzt erstmal noch mal ein bisschen Erde wegschaufeln und wir machen uns hier alles schön sauber. Machen wir mal ganz einfach die Comparator Clock. Stellen wir hier hinten in die Ecke rein. Dann brauche ich Redstone. Dann schließen wir das damit an. Brauchen wir das gar nicht? Nö. Dann muss ich hier einmal... Das funktioniert gar nicht, so wie ich das gebaut habe. Der Comparator muss noch einen zurück... Denn hier muss ich ja einen Repeater reinbauen. Erzähle ich euch gleich warum. Und die muss eingeschalten werden. Ja, machen wir noch ein bisschen schön hier in der Ecke. Schön bekoppelt. So, jetzt weiß ich nicht, ob das einfach so mit dem Schalter funktioniert. Das probieren wir jetzt einfach mal wieder on the fly aus. Und das ist ausreichend. Der Repeater hier muss auf Stufe 2 sein, sonst... Doch, es geht auch so. Der macht jetzt einfach nur eins, die Items, die jetzt hier reinfallen. Schmeißen wir mal hier was rein. Die landen ja hier in den Dropper. Der Dropper schießt die jetzt nach oben. Und dann sollten die hier eigentlich in dieser Truhe ankommen. Da kommen diese an. So, wenn wir jetzt hier oben was zum, ja, zum Braten reinschmeißen. Ich hole mal etwas. Wir haben ja das alles noch in der Küche, auch für ungebratene Sachen. Zum Beispiel die Kartoffeln, die Chicken Wings und so weiter. Unsere Erze können wir natürlich dann da auch drinnen braten. Diese Erze werfen wir jetzt einfach hier in diese Truhe rein und alles, was wir braten wollen, schmeißen wir hier rein. So, dann dürfte eigentlich unten jetzt der Ofen laufen. Hier unten ist ein bisschen Krach. Ja, hier läuft der Ofen. Dort wird unser rohes Fleisch gerade gebraten. Hier kommt Nachschub von Kohle. Das ist natürlich... Geht natürlich nicht in den Rhein. So, hier sieht man, da wartet das rohe Hähnchen und so weiter. Alles hier akkurat kommt der rein. Und der Dropper, der schießt, wenn das fertig ist, alles nach oben. Und es landet hier oben in dieser Truhe. Und dann haben wir demnächst hier oben unser Essen hier drin. Ist natürlich so ein bisschen laut jetzt hier. Und... Deswegen haben wir unten auch einen Schalter zum Abschalten. Wenn uns das zu laut wird, schalten wir einfach ab. Und da haben wir eine Zombie-Dame. Ja, ein bisschen Sport zum Abend. Und
und dann werden wir mal schlafen gehen. Dann ist unsere automatische Essensanlage schon fertig. Gute Nacht und tschüss.